So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf vielfachen Wunsch, insbesondere auch vom Kollegen Rudolph, eröffne ich die 75. Plenarsitzung des Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind zur Tagesordnung eingegangen, an den Plätzen verteilt, dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, FDP betreffend weitere Eskalation im Nahen Osten verhindern. Solidarität mit Israel ist nicht verhandelbar. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 91 und kann mit 77 und 79 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann will ich an dieser Stelle begrüßen, hier in unserer Mitte auf der Besuchertribüne, den Beauftragten der Hessischen Landesregierung für das jüdische Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Herr Bürgermeister Uwe Becker. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Freut mich, dass du da bist. Dann ist eingegangen und verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend importiertem Antisemitismus und Extremismus entschlossen entgegentreten, Drucksache 20-5802. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 92 und kann mit 76 die erste Aktuelle Stunde dann aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausbau digitaler Infrastruktur wird in Hessen konsequent und mit Rekordmitteln vorangetrieben, Drucksache 20-5803. Dringlichkeit wird allseits bejaht. Dann wird dies Top 93, und wir können das mit 58 und 86 zu diesem Thema aufrufen. Und schließlich noch eingegangen an Ihren Plätzen verteilt, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Klimaschutz in Hessen für eine generationengerechte Zukunft, Drucksache 20-5804. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 94, und wir können dies mit 59 und 88 zu diesem Thema aufrufen. Die Fraktion DIE LINKE hat mir mitgeteilt, dass der Tagesordnungspunkt 30, der Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Cannabisprodukte zum Eigenverbrauch ermöglichen, Drucksache 20-2725, zur abschließenden Beratung in den SIA überwiesen werden soll. Einvernehmen besteht, dann wird dies so gemacht. Nach dem jetzt vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 18:45 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den aktuellen Stunden und nach der Mittagspause mit dem Top 50, dem Setzpunkt der Fraktion der AfD. Bereits jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass der Innenausschuss und der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst zu Beginn der Mittagspause hier im Plenarsaal tagt. Entschuldigt fehlen heute der Abg. Gerald Kummer, SPD-Fraktion ganztägig, sowie die Frau Ministerin Lucia Buttrich von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen? Kollege Rudolph, bitte, drücke mal drauf. No? Ja, danke. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es aber gehört. Kollege Becher ist auch noch entschuldigt für heute, bitte. Becher. Kollege Becher auch noch entschuldigt. Kollege Bellino. Der Kollege Meißner ist krankheitsbedingt entschuldigt. Und der Kollege Meißner, noch Entschuldigung? Nicht der Fall, dann halten wir das so im Protokoll fest. Dann kämen wir kurz zum Sport. Tja, ich bin darauf hingewiesen worden, ich soll auf keinen Fall vergessen, darauf hinzuweisen, dass Borussia Dortmund Pokalsieger geworden ist. Das mache ich natürlich auch sehr gern. Meine Damen und Herren, der Kollege Wolfgang Decke wird ja bis Ende Juni bei uns in dieser Runde sein, und er wird in der Juni-Plenarsitzung sicherlich von unserem Präsidenten dann in seiner parlamentarischen Arbeit gewürdigt werden und auch verabschiedet werden. Aber da die Bundesliga in dieser Woche ihre Tätigkeit beendet, die Runde beendet ist, will ich heute die Gelegenheit nutzen, den Kollegen Decke in seiner Eigenschaft als Teamchef unserer Mannschaft hier zu würdigen, liebe Freunde, und will darauf hinweisen, dass der Wolfgang Decke seit 2010 Teamchef
technischer Direktor, Trainer und Betreuer unserer Landtagself ist. Alles in eine Funktion. Früher haben wir da mehrere dazu gebraucht, aber er hat es gemeinsam geschafft. In der Nachfolge von Lothar Quanz und Günter Rudolph, wollte ich nur noch einmal darauf hinweisen, hat der Wolfgang Decker das übernommen. Er hat ein nahezu gut bestelltes Feld übernommen und hat sich gut entwickelt. 11 Jahre sehr erfolgreiche Arbeit im Amt. Er war dabei immer unumstritten, er war respektiert und er war auch beliebt. Und er ist insbesondere von mir hier immer wieder gewürdigt worden und seine Arbeit ist sehr lobend erwähnt worden. Er wirkte, das wissen wir alle, so kennen wir ihn, mit moderater Strenge, mit nordhessischer Weitsicht, mit einem klaren Konzept, vor allem aber mit Sachverstand. Und in seiner Trainertätigkeit ist er eine Mischung sicherlich gewesen aus Hansi Flick, Jürgen Klopp, Otto Rehhagel und Sepp Herberger. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen in seiner Funktion. Aber er ist auch ein überzeugter Vertreter seiner Region. Sturmfest, trinkfest, erdverwachsen, wie wir ihn kennen. Aber er war auch über 11 Jahre lang der sportliche Botschafter unseres Parlaments. Meine Damen und Herren, er hat eine äußerst erfolgreiche Bilanz, auf die ich heute noch einmal hinweisen möchte. 21 Siege in diesen 11 Jahren, 5 Unentschieden, aber nur 40 Niederlagen, meine Damen und Herren. Und ich will ausdrücklich sagen, die Niederlagen waren ausnahmslos taktische Niederlagen. Es diente in der Regel, so haben wir das auch abgestimmt, es diente in der Regel zum moralischen Aufbau der Gegner und zur Vermeidung von sportlichen Depressionen bei diesen Mannschaften. Deshalb sind die Ergebnisse so entstanden. Der höchste Sieg der Landtagself unter seiner Leitung war 2017, 14:3, sinnigerweise gegen die Mannschaft der Stadtverordneten aus Kassel. Das nehmen die ihm heute noch übel. In den 11 Jahren seiner Amtszeit, auch das ist, glaube ich, wichtig, wurden 60 Spendenschecks des Landtagspräsidenten überreicht. Auch das ist ein tolles Ergebnis. Und der Wolfgang Decker hat mit seinem Team etwas erreicht, was weder Barcelona, noch Real Madrid, noch Juventus Turin, Manchester City und sogar unsere Bayern nicht geschafft haben. Er ist seit September 2019 ungeschlagen, meine Damen und Herren. Rund 20 Monate in Folge unbesiegt. Diese Marke verliert auch nicht an Wert, wenn man weiß, dass die Mannschaft seit dieser Zeit nicht mehr gespielt hat. Ich will heute die Gelegenheit nutzen, lieber Wolfgang, dir ein herzliches Wort des Dankes zu sagen, der Anerkennung und alles Gute zu wünschen. Wir haben hier einen Fußball für dich. Den werde ich dann mal schon mit einem Autogramm versehen. Wenn wir nicht die Corona, wenn wir die Corona-Zeit nicht hätten, hätten wir ihn auch rumgegeben. Aber wir werden das dann in die Fraktionen geben, damit bis zum Juni dann sich auch viele Fraktionsmitglieder verewigen können. Wir fangen mit der SPD-Fraktion an. Die kann schreiben. Also da beginnen wir das mal. Und ich will dir, darf ich dich mal bitten, vorzukommen, diesen Fußball überreichen. Muss ich mal dir zu Ehren stellen bei der Leistung. Also du kriegst den Fußball. Du kriegst das, machen wir zusammen, du kriegst auch dann einen Kasten Wein. Und natürlich auch ein persönliches Geschenk von mir. Wir sind ja sehr neutral hier. Für dich eine Flasche vom Tegernseer Brauhaus ein Weizenbierglas. Ich weiß ja, dass du einer der stillen Fans, er ist einer der stillen Fans von Bayern München, wie viele andere auch in diesem Hause. Und deshalb will ich ihm zum Start in sein Fanleben dann auch schon ein kleines Fanset mit überreichen, damit das auch in Nordhessen ankommt. Also, lieber Wolfgang Decker, herzlichen Dank. Alles Gute. Bleibt uns sportlich auch weiter gewogen.
bereit. Und im Notfall trittst du wieder an, wenn die Nachfolger das nicht hinbekommen. Alles Gute, Glück auf und herzlichen Dank im Namen des gesamten Landtags. Danke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, ich bin ein bisschen bipperig, wenn einem so viel Ehre widerfährt, dann darf man ein bisschen aufgeregt sein, weil da, mit so einer Laudatio hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich bin von unserer Vizepräsidentin ja viel gewohnt und ich will, ja, das ganze Haus, ja, aber ich will natürlich immer besagen, dass ich diesen Dank immer im Namen meiner grandiosen Mannschaft entgegennehme. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir mal unsere Mannschaft applaudieren. Und ich muss dich an einem Punkt korrigieren. Ich war nicht technischer Direktor und Coach und weiß ich was und Teamchef. Nein, wir haben immer einen, und das möchte ich an dieser Stelle außerordentlich betonen, wir haben immer einen wunderbaren Dreiklang gehabt. Es war nämlich immer noch der Günter Rudolph, der unser Teamchef war und der mich immer instruiert hat. Und ich will einen nennen, der heute leider nicht im Saal ist. Ich habe ihn kurz angefunkt. Das ist nämlich der Michael Vatter. Und unser Michael Vatter hat im Hintergrund immer die technische Organisation und die Spielpaarung gemacht. Und auch den beiden Herren möchte ich mal bitten, einen Applaus zu spenden. Herzlichen Dank. Der zweifellos größte Dank, weil er immer die, ich würde mal sagen, für das Team die eigentlich große Leistung verbracht hat, die gilt natürlich unserem Vizepräsidenten Frank Lorz. Also ich habe selten jemanden erlebt, der aus der herbsten Niederlage am Ende noch einen Sieg machen konnte. Und das kann nur unser Frank Lorz. Mein lieber Frank, dafür meinen herzlichen Dank an dich. Und ich hatte mal bei anderer Gelegenheit gesagt, aber das kann man wiederholen, wir sind alle schon älter, wir vergessen schnell, habe ich mal gesagt, für das, was er immer dann nach dem Spiel kommentiert hat, hat er eigentlich am nächsten Sonntag zwei große Kerzen verdient, die ich in die Kirche bringen würde. Eine für ihn, weil er so schamlos übertrieben hat, und eine für mich, weil ich es immer so gerne gehört habe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist, kann man immer wieder sagen. Also, kurzum, mit der Mannschaft und mit so einem Kommentator, egal was passiert ist, wo wir sind, ist immer vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wünsche ich natürlich meinem Nachfolger, oder vielleicht gibt es ja auch eine Nachfolgerin, wer weiß, was passiert, beim DFB wird ja auch über das ein oder andere spekuliert, wünsche ich natürlich immer das gleiche Glück und den gleichen guten Kommentator, egal wie das Spiel ausgeht. Aber zum Schluss will ich mich natürlich beim ganzen Haus bedanken. Ihr habt immer wie eine Wand hinter uns gestanden. Und das hat uns immer geholfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu dem Geschenk, was ihr mir überreicht habt, es ist, wer es nicht gesehen hat, hinten aus der Entfernung, das ist von Bayern München. Damit gibt er mir noch einen Seitenhieb mit. Er weiß genau, dass ich Dortmund-Fan bin. Aber ich nehme das fußballerisch gelassen und mit trotzdem tiefer Dankbarkeit entgegen, mein lieber Frank. Das ändert nichts an meiner Liebe zum KSV Hessen-Kassel und zur Borussia Dortmund. Und dabei wird es auch bleiben. Und zum Schluss kann ich nur allen sagen, herzliches Dankeschön für die sportliche Verabschiedung. Das hat mich sehr gefreut. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange im Amt bin, aber die Zeit ist dahin geflogen. Und am Ende möchte ich gern ein Zitat bringen. Eckhard Grauzun, allseits bekannter Trainer von damals, hat mal gesagt, grau, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Herzlichen Dank. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank und alles Gute.